Kurznachrichten. Der russische Präsident Wladimir Putin hat gestern in einer Grundsatzrede die russische Position erklärt und dann die Republiken in Donetsk und Lugansk anerkannt. Putin geht in dieser Rede sehr hart mit der Sowjetunion und namentlich mit Lenin und Stalin ins Gericht. Er kritisiert die Machthaber in der Ukraine, hat aber offenes Mitgefühl mit den Menschen in der Ukraine, die unter den Zuständen in dem Land leiden müssen. Putin kommt auch auf die aktuellen Verhandlungen mit den USA über gegenseitige Sicherheitsgarantien zu sprechen und erklärt Russlands Position dazu noch einmal ausführlich. Und er macht klar, dass Russlands Geduld am Ende ist und es nur zwei Möglichkeiten gibt, entweder echte Gespräche unter ehrlicher Berücksichtigung der russischen Sicherheitsinteressen oder eine russische Reaktion, die von den Offiziellen in Moskau als militär-technisch bezeichnet wird. Am Ende der Rede erkennt er die Donbass-Republiken an und schließt mit ihnen Verträge über Zusammenarbeit und Schutz. Eine komplette Übersetzung der Rede bei Thomas Röper im Antispiegel. Ich ergänze um Bertolt Brecht. Heute nicht Karthago, heute das Ende von Arturo Uy. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das Koch. Ich wünsche Russland Kraft, sodass der Schoß das nächste Mal nicht mehr fruchtbar ist. Dienstag, der 22. Februar 2022. Die selbsterklärte Volksrepublik Donetsk feiert die Anerkennung durch Russland mit einem Feuerwerk. Der russische Präsident Putin hat die Entsendung von Truppen in die von Moskau nun als unabhängige Staaten anerkannten Volksrepubliken Lugansk und Donetsk angeordnet. Die Einheiten sollen dort für die Aufrechterhaltung des Friedens sorgen, wie aus einem Dekret hervorgeht, das der Kremlchef am Montag in Moskau unterzeichnet hat. Die sogenannte zivilisierte Welt will laut dem russischen Präsidenten Putin das Grauen und den Völkermord im Donbass ignorieren. Die USA und die NATO haben mit der Erschließung des Territoriums der Ukraine als potenziellen Kriegsschauplatz begonnen. Zitat: Unter dem Deckmantel gemeinsamer Militärmanöver der Ukraine und der NATO wird eine Gruppierung der Allianz in diesem Land geschaffen. Und eine Mitgliedschaft der Ukraine im Nordatlantischen Bündnis würde die Gefahr eines Überraschungsschlages gegen Russland um ein Mehrfaches erhöhen. Laut dem russischen Präsidenten sind die Namen der Verbrecher, die für die Tragödie in der ukrainischen Stadt Odessa verantwortlich sind, bekannt und man wird alles tun, um sie zu finden. Laut dem Vertreter der Donetsker Volksmiliz Basurin entwickelt sich die aktuelle Lage im Donbass in Richtung eines Krieges. Die Lufthansa setzt Flüge nach Kiew und Odessa aus. Mehr als 60.000 Evakuierte aus der Ostukraine sind in Russland eingetroffen. Deutsche Politiker dazu. Sarah Wagenknecht verteidigte Russlands Standpunkt gegen zahlenmäßig überlegene Opponenten wacker. Zitat: Russland hat faktisch kein Interesse daran, in die Ukraine einzumarschieren. Es geht ihnen darum, Sicherheitsgarantien zu bekommen. Diese Meinung äußerte sie im Unterhaltungsformat Anne Will auf der ARD. Zitat weiter: Vielleicht sollte man einfach mal ernst nehmen, dass auch Russland Sicherheitsinteressen hat. Ein flüchtiger Blick auf die Landkarte würde genügen, um Moskaus Sicherheitsbesorgnis zu begreifen. Die Co-Vorsitzende der Linkspartei Janine Wissler hat sich mit Blick auf den Konflikt um die Ukraine klar vom russischen Präsidenten Putin distanziert. Zitat: Ich hege da keinerlei Sympathien und halte seine Politik für grundfalsch. Zweifelsfrei Ergebnis des religiösen Antikommunismus, der auch ihre Erziehung prägte. Die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat die Anerkennung der Separatistenregionen Lugansk und Donetsk im Osten der Ukraine durch Russland verurteilt. Grün, Vogue und gegendert in Weltkrieg 3. Mir fielen Leute ein aus der deutschen Geschichte, die begeistert wären über diese Entwicklungen. Auch hat Annalena Baerbock gestern mit Sergej Lavrov telefoniert. In der offiziellen Mitteilung heißt es, Lavrov machte Kiew für die Eskalation an der Trennlinie im Donbass und für die zunehmenden bewaffneten Provokationen verantwortlich, die eine humanitäre Aktion zur Evakuierung von Frauen und Kindern nach Russland ausgelöst hatten. Auf die Entsendung der russischen Truppen reagiert der ukrainische Präsident Selenskyj zurückhaltend. Er ist ja Komiker. Wir bleiben dem friedlichen und diplomatischen Weg treu. Medial interessant, die Hetzer der Tagesschau haben nun zwei Blogs, zwei Live-Blogs, die Ukraine-Russland-Krise und die Corona-Pandemie. Im Blog Ukraine-Russland-Krise: Japan prüft massive Aktionen gegen Russland. Unionsaußenpolitiker fordern Sanktionen. Lavrov ist weiterhin offen für Gespräche mit US-Kollegen Blinken. Mit dessen Vasallen muss man wahrlich nicht reden. Die Anklagen des UN-Sicherheitsrats weist Russland zurück. China ruft alle Beteiligten zur Zurückhaltung auf. Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder muss nicht damit rechnen, aus der SPD ausgeschlossen zu werden. Das sagt Kevin Kühnert. Der Spiegel bezeichnet Ex-Kanzler Schröder als Gaslobbyist. Auch eine Form, das Amt des Bundeskanzlers indirekt zu beschädigen. Aber vielleicht brauchen wir solche Ämter in der neuen Welt nicht mehr.
Kolumbien legalisiert Abtreibungen bis zur 24. Woche. Trumps Netzwerk Truth Social ist gestartet. Der ORF berichtet bzw. hetzt von Fehlern beim Download der entsprechenden App. Dennoch, gestern früh, das musste er einräumen, führte Truth Social, so heißt das Ganze, die Rangliste der am häufigsten heruntergeladenen Apps im US App Store von Apple an und schlug damit Plattformen wie TikTok, YouTube und Instagram. Die Überschrift des ORF, Zitat, holpriger Start für Trumps Truth Social, lässt sich damit als Musterbeispiel primitivster Propaganda dekodieren. Kommen wir zum Block Nummer 2, Corona. Die Ethikrat-Vorsitzende, den Begriff Ethik definiere ich mittlerweile auch neu, Buicks hat sich für ein Festhalten an der Maskenpflicht ausgesprochen. Die ARD publiziert dazu ein Bild von ihr, mit Brille, aber ohne Maske. Geschmack beweist der Iran, er weist 820.000 gespendete Impfdosen ab. Vielleicht ist die Überschrift aber auch falsch und er weist 820.000 Dosen einer Gentherapie ab. Das Ganze wurde im iranischen Staatsfernsehen publiziert. Kölns Oberbürgermeisterin Reka mahnt zur Mäßigung an Karneval. Die Stadt hat für Karneval das gesamte Stadtgebiet zur Brauchtumszone erklärt. Ein wunderbares Wort, ich verweise auf Viktor Klemperers LTI. Impfgegner attackieren die Polizei in Neuseeland. Gängige Corona-Schnelltests erkennen Omikron oft nicht. Dafür, wir wissen es, schlagen sie auf Capri-Sonne an. Der wegen Blockaden und massiver Proteste gegen die Corona-Politik verhängte Ausnahmezustand in Kanada bleibt vorerst bestehen. Altenpflegekräfte sollen einen Corona-Bonus bekommen, 550 Euro. In Deutschland haben gestern Abend erneut tausende Menschen gegen staatliche Corona-Maßnahmen protestiert. Thüringen zählte über 10.000 Demonstranten an 69 Versammlungen. Der Protest blieb friedlich. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz fällt auf 1306,8, Österreich 2211. Wieder einmal Freud. Beispiel FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie sagte im Bayerischen Rundfunk, Zitat, ich greife jetzt vor, dass die Impfpflicht im April, Mai kommt. Das ist deswegen auch von Bedeutung, weil wir ja die nächste mögliche Welle, wir wissen ja nicht, was es noch für Viren, Omikron haben wir ja gerade, aber was es möglicherweise noch für andere Viren geben könnte, die wir abfeuern wollen, in dieser Phase, dass wir den Winter eben erreichen, abgesehen von verheerender Grammatik, sagte FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Ich sage den Namen nochmal, wir müssen uns Namen merken. Wörtlich, es wird andere Viren geben, die wir abfeuern wollen. Boris Reitschuster resümiert, so wenig man solche Versprecher überbewerten sollte, sie beweisen doch eins, wie blank die Nerven liegen. Business Insider Deutschland zitiert Bill Gates, das Corona-Risiko sei dramatisch gesunken, aber eine weitere Pandemie stehe bevor. Zitat, das nächste Mal wird es ein anderer Erreger sein. Wohl schreibt Gates an einem Buch, wie man eine nächste Pandemie verhindern kann. Sollte dieser Mann sich nicht eher um die Abstürze bei Windows bemühen? Das ist sein Unternehmen. Eine politische Legitimation, herbeigeführt durch eine Wahl, kann ich bei diesem Unternehmer aus Kalifornien nicht erkennen. Nach dem positiven Corona-Test bei der britischen Königin Elisabeth II., 95 Jahre ist sie alt, haben Politiker und Würdenträger auf der ganzen Welt ihre Genesungswünsche zum Ausdruck gebracht. Ich schließe mich an. Wie sangen die Sex Pistols vor 45 Jahren? Es ist unglaublich. God save the Queen. Die Berliner Zeitung schreibt, die letzte Generation, die Umweltbewegung, will kritische Infrastrukturen blockieren. Das sind die jungen Leute, die sich auf der Straße festkleben. Heute im Südosten letzte Regen und im Bergland letzte Schneeschauer. Im Osten auch sonnig. Vom Westen ziehen neue dichte Wolken auf mit Regen. Wind weht. Recht viel Sonne morgen. Ab Donnerstag, Freitag wieder durchwachsen. Machado. Alternative Music.